Hey, letztes Jahr haben wir uns ein 20 Jahre altes Wohnmobil umgebaut, um Vollzeit darin zu leben. Jemand ganz aufgedreht am Morgen. Ne? Braucht da jemand seinen Spaziergang? Na gut. Hier in Marokko fangen die meisten Strände wirklich erst einmal mit einem trockenen Riff an. Zum Schwimmen ist das Ganze wirklich nicht so gut, da der Einstieg extrem kompliziert ist. Aber genau das macht es, dass man perfekt surfen kann. Wenn man sandigen Untergrund hat, verschieben sich die Sandbänke immer nach rechts und links. Und bei diesem Gestein ist natürlich immer alles gleich. Die Welle bricht also immer an der gleichen Stelle, was das Surfen wirklich perfekt macht. Und was schreist du so rum die ganze Zeit, ha? Was schreist du drum? Das hier sind alles essbare Muscheln, hier sind überall Schnecken drin, aber wir lassen das mal. Wenn man das essen wollen würde, könnte man hier alles sammeln und einfach in kochendes Wasser schmeißen, aber für mich ist das wirklich nichts. Jui, jui, Mausi. Hier in Marokko gibt es wirklich unfassbar viele Hunde, die angefahren wurden und ein gebrochenes Bein haben. Die tun einem so leid. Am Ende werden die dann von anderen Hunden noch verjagt und kriegen gar nichts zu essen. Wichtig danach ist auf jeden Fall immer seine Hände zu waschen. Man weiß nie, was die haben. Für uns geht's heute nach Essaouira. Laut Jessys Reiseführer gibt's dort die schönste Altstadt in ganz Marokko. Jessy freut sich da wirklich schon ewig drauf und ich hoffe, es wird geil. Halbe Stunde heute Morgen. Was ich mich wirklich frage hier in Marokko ist, wer diese ganze Polizeiarbeit bezahlt. Wirklich in jedem kleinsten Dorf gibt es eine Polizei. Hier, wo es wirklich gar nichts gibt, ist wirklich direkt die Polizeistation. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sie irgendwas zu tun haben. Oh nein, oder? Brauch eine neue Batterie, Alter. Scheiße. Oh Mann, ey, das gleiche Problem wie gestern. Die Scheißbatterie ist aber tot. Ich dachte, ich hätte sie nur laden müssen. Ja, jetzt müssen wir irgendwo in Marokko eine neue Batterie auftreiben. Aber erstmal wieder überbrücken. Oh Mann, ey, das wird sicher nervig, hier in Marokko eine neue Batterie zu finden. Oh Mann, ey, ist auch keine große Stadt in der Nähe. Zu überbrücken hat schon mal gut geklappt. Jetzt muss ich wirklich einfach nur eine Werkstatt finden, ohne dass das Auto vorher ausgeht, bei dem ich ja eine Batterie kaufen kann. Es ist immer was los, Leute. Langweilig wird's nie. Zu meinem Glück ist heute auch noch Sonntag und die Leute, die mich überbrückt haben, kennen sich hier ein bisschen besser aus und meinten, alles ist zu. Aber was soll ich machen? Ich muss hinfahren und das Ganze probieren. Ja, das wird wohl nichts mit der schönsten Stadt heute. Ich werde es jetzt mal an Tankstellen probieren. Bei den letzten Tankstellen habe ich ab und an mal Batterien gesehen, aber es ist natürlich Zufall, dass die genau die haben, die ich brauche. Fahren wir mal vor die Tür. Das war leider nichts. Das ist natürlich nervig, weil das Auto immer jetzt anbleiben muss. Aber was willst du machen? Versuch Nummer 2 auch nichts. English? No. Two here? Yes, come in. Come in. Lass ihn. Eduardo. Eduardo. Mohammed. Mohammed? Salam. Nice to meet you. So, wir haben jetzt eine Batterie gefunden. 140 Euro hat es gekostet. Und ja, jetzt bauen wir das Ganze ein. Die Batterie ist eingebaut, es hat alles gut geklappt. 10 Euro habe ich ihm für den Einbau gegeben. Ich hätte es natürlich auch allein machen können, aber er hat mich auch zum Magazin gebracht und mir alles gezeigt. Ja, 10 Euro ist auch nicht so viel und hört euch das mal an. Ah, ja,
herrlich. Thank you. Die Batterie ist wirklich nicht aus heiterem Himmel kaputt gegangen. Ich habe gewusst, dass das auf diesem Trip passiert. Ja, ich musste daheim schon ein paar Mal überbrücken, sobald das Auto ein bisschen länger stand. Aber wir konnten jetzt ja noch mal 3 Monate rumfahren. Ja, man muss wirklich alles bis zum letzten Tag ausreizen. Gut, dass es am Sonntag so schnell geklappt hat. In Marokko sind Lebensmittelläden unfassbar teuer. Eine Packung Käse hier kostet 8 Euro. Deswegen ist hier auch nichts los. Die Läden sind immer leer. Wir waren gerade wirklich ewig in dem Supermarkt, weil wir alle Leute getroffen haben, die heute Morgen und gestern mit uns gecampt haben. Natürlich wollten die auch wissen, was mit der neuen Batterie passiert ist. Wir haben nämlich auch die getroffen, die uns überbrückt haben. Und ja, alle waren glücklich, dass es geklappt hat. Ich glaube, hier in Marokko ist es ein bisschen so wie in Zentralamerika. Alle fahren die gleiche Strecke und man trifft sich ständig irgendwo. Würde ich sagen, schauen wir mal, ob der Reiseführer recht hatte und das die schönste Stadt Marokkos ist. Im Endeffekt gibt es in Marokko in jeder Stadt überall das Gleiche, aber dieser Ort ist wirklich viel chilliger als die anderen. Es ist nichts los und keiner nervt einen hier. So ist es cool für Kinder. Also für dich. Ja, Marco. Komm, komm. Gönn? Ja. Das hier ist der Fischerhafen von Essaouira. Hier kann man vom Rochen bis zum Hai wirklich jeden Fisch kaufen. Riechen tut es hier nicht ganz so angenehm. Hallo Kleinen und Hilke. Und Jesse, was meinst du, hatte der Reiseführer recht? Ja, der Reiseführer hatte recht. Man hat hier wirklich einen endlos langen, wunderschönen Strand. Man hat die geile Altstadt und dann hat man noch den Fischbazar, den man sich einfach mal anschauen kann. Was komplett anderes, überhaupt nicht nervig und einfach wunderschön. Das einzige kleine Manko ist, dass man hier nicht mit dem Wohnmobil stehen kann. Nirgendwo geil. Aber wenn man nach Marokko geflogen kommt, ist das wirklich der Ort, an den ich kommen würde. Lula. 9 und 5000 Kilometer auf diesem Roadtrip. Langer, anstrengender Tag, aber es hat sich gelohnt, würde ich sagen. Geiler Stellplatz. Wow, endlos lange Strände. Assalamu alaikum.